Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction. Fucking, das ist fucking heftig. Auf der PlayStation, was war das, Showcase irgendwas? Vor 2, 3 Tagen, was war, wurde Resident Evil 4 das Remake angekündigt. Ich habe das Showcase-Ding nicht gesehen. Ich habe davon Erfahrung, dass das Remake kommt. Und ehrlich, ich habe keine Meinung dazu. Deswegen wird das jetzt hier ganz interessant. Ich denke, viele von euch haben das Ding auch schon gesehen. Ich weiß, dass Resident Evil 4 ein Fan-Favorite ist von vielen Resident Evil-Fans. Ich habe tatsächlich mal ein Let's Play gesehen, mehr oder weniger. Ich finde es vom Stil her immer sehr weird und ich habe tatsächlich sehr wenig Bezug zu dem Game. Ich habe den ersten Teil gespielt, den zweiten, den dritten, den vierten nicht, den fünften, sechsten und so weiter habe ich alle gezockt. Aber den vierten halt nicht, auch weil ich den jetzt nur als Wii-Version habe und egal. Steuerung war scheiße. Aber auf jeden Fall, das Remake schauen wir es uns an. Hätte ich einen besseren PC, würde ich sogar sagen, dass wir es spielen, wenn es rauskommt. Ich weiß nicht mal, wann es rauskommt. Wir werden es sehen. Los. Was? Okay, so viel dazu. 24.03.23. Ich habe die Showcase halt nicht gesehen. Ich weiß nicht, was davor kam oder so. Ich weiß, dass es ein sehr, sehr hochgeratetes Spiel ist und dass ein Remake von dem Spiel zu machen, eine riesige Herausforderung für Capcom wird. Das weiß ich auch. Okay, Mucke. Mucke ist gut. Aber es war ja schon oft in Spekulationen. Es war ja quasi fast bestätigt. Okay. Wer ist das? Und was ist das? Es sieht ein bisschen aus wie Ada, auch wegen dem Outfit, aber Ada hätte nicht so Angst. Das ist der Dorfplatz. Ach du Scheiße, okay, geil. Geil, was man da alles sieht. It begins now. Oh, Sädler, der Wichser. Resident Evil 4. Was das? Oh. Es kommt anscheinend noch was. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. Oh, ich bitte sag, dass sie Ashley nicht so nervig machen. It can be different. Okay, grafikmäßig sieht es ganz gut aus. Wir sind in 4. Kommt noch was? Oh, PlayStation VR 2 konnte. Okay, das Spiel wird es also auch in VR geben dann. Wirst du auch als VR zocken können. Ist die Frage, sie werden wahrscheinlich die Schulterperspektive beibehalten, dieses und auch das wahrscheinlich das Kampfsystem und so, weil das war ja revolutionär in Resident Evil 4. Okay, wir schauen es uns nochmal an. Wir schauen es uns nochmal an. Was haben wir alles gesehen? Okay, wir haben das Release-Date. Wie gesagt, ich kann ultra wenig zum Teil sagen, weil ich ihn selber nie gespielt habe und ich vom Style her das Originale auch ziemlich mies fand. Weil nur weil das alles so verwaschen und pixelig wirkte, aber es hat Fans. Das akzeptiere ich. Okay. Ich denke mal, die werden auch nur wichtigen Kram jetzt hier im Trailer zeigen, also auch wirklich Charaktere, die was wichtig wird, okay. Hier. Wer ist. Ach so, wir haben es auf dem Bild gesehen. Das ist jetzt Ashley, ne? Ja, zumindest sieht es so aus. Also haben wir eben auch auf dem Bild letztens, also ganz hinten gesehen.
Also das schätze ich mal als Ashley. Halt mit einem komplett neuen Outfit. Zum Salieren. Okay. Das war jetzt aber jemand anders. Ich glaube mit derselben Jacke, aber schwarze Haare. Das könnte Ada gewesen sein. Obwohl auch die ein bisschen verängstigt gewirkt hat. Und Ada wirkte nie wirklich verängstigt. Die hatte ja einen komplett anderen Auftritt in Resident Evil 4. Guess you, me. Oh. Big wrong spot to vacation, eh? Ah, ihn kennt man auch. Ich habe jetzt nur einen Namen vergessen. Oh. Das ganze Ganados-Kram. Receive our most sacred body. It begins now. Und hier der Sädler, Alter. Okay. Okay. Ich bin. Okay, es kommt ja, glaube ich, nochmal was jetzt am Ende. Ich bin ein bisschen hyped. Ich werde es mir auf jeden Fall geben, wenn. If I could just forget what happened that night. Yeah. Wer die Nacht nur vergessen könnte. Wahrscheinlich meinte Raccoon City. It can be different. It has to. Voice Acting finde ich jetzt auch nicht schlecht. Okay, ich bin tatsächlich ein bisschen hyped. Also tatsächlich, das alte Resident Evil 4 hat mir ja wirklich nicht zugesagt, weil ich das ganze Plager-Konzept halt ein bisschen mies fand. Und auch der Kram und so. Ich hab's halt wirklich, ich hab nicht die originale GameCube-Version, ich hab nicht eins von den unfassbar vielen HD-Renovation-Dingern da. Oder für die PS4-Version, oder hab ich alles nicht. Ich hab halt nur die Wii. Und da war halt die Grafik scheiße. Und die Steuerung auch ein bisschen. Ansonsten, ja, bin hyped. Ich freue mich, die ganzen Leute wieder zu sehen. Ich glaube, man hat auch eben kurz Bitoris Mandis gesehen, der Bürgermeister da. Von den Ganados. Ja, wird cool. Falls ihr es noch nicht wusstet, das Remake vom vierten Teil kommt raus. Also ich muss tatsächlich sagen, als ich mit Resident Evil angefangen habe, habe ich Deadly Silence für ein DS4 gespielt. Ich das schon, ich sag mal nicht, wo ich es dann hatte, aber ich habe es gespielt noch bevor ich 18 war. Da war ich bestimmt so 10 Jahre alt, wo ich gezockt habe. Alter, boah. War immer sehr, sehr heftig. Ansonsten, ja, zweiten hat man alles nachgespielt. Und weil ich dann wirklich mit in die Reihe reingekommen bin, ist so mit den Revelations-Teilen, dann noch den 5., 6. gezockt. Ja, mehr oder weniger gut. Und dann halt die heutigen Teile. Na gut. Längere Reaction, wie es eigentlich sein sollte. Jetzt habt ihr es gesehen. Schaut euch den Trailer nochmal so an. Lasst da auf jeden Fall auch ein Like da. Oder schaut euch die originale Showcase an. Ich hab's auf jeden Fall auf dem Schirm. Ciao.